Herzlich willkommen zu einer neuen Stellplatzvorstellung. Heute sind wir wieder in den Niederlanden. Unsere Tour durch die Niederlande, Weihnachten, Winter 2023 geht weiter. Wir sind jetzt von Zeeland, von der Nordsee, an den Waal, bei uns auch bekannt als den Rhein, weitergezogen. Wir sind hier in der alten Garnisons- und Festungsstadt Gornichem und stehen auf dem Wohnmobilstellplatz im Yachthafen. Dort haben wir auch schon das Schild, das uns den Weg zeigt. Der Weg hierhin ist ja nicht einfach, deshalb blenden wir euch die einzelnen Abfahrten ein, ab da, wo euer Navi euch nämlich nur noch zum Spielplatz führt. Und da könnt ihr leider nicht stehen. Ihr kommt von da und fahrt die Straße entlang. Nicht weiter geradeaus dem Parkplatzschild folgen, was da vorne steht, sondern biegt an der Stelle in diese kleine Straße rechts ab mit den beiden Halteverbotsschildern. Und dann kommt ja hinten auch schon unser Wohnmobilzeichen. Das Schild blenden wir euch auch noch mal ein, damit ihr wisst, dass ihr da weiter links die Ecke rum müsst. So, nachdem ihr da vorne rechts abgebogen seid, fahrt ihr in diesen Weg rein, auch wenn die Durchfahrt verboten ist, aber ausgenommen sind Fahrräder und Wohnmobile, weil so kommt ihr unten in den Yachthafen. Es führt kein anderer Weg dran vorbei, als wie dieser schmale Weg, der nach hinten hin noch etwas schmaler wird. Nachdem ihr ja endlich die Einfahrt gefunden habt, die wir euch zum Glück ja schon gezeigt haben, kommt ihr hier an, vor der Schranke, die für euch erstmal zu ist. Ihr parkt euer Gefährt hier auf den beiden Warteparkplätzen, wo ihr 15 Minuten stehen bleiben könnt, und geht dann rüber in die Rezeption, um euch dort anzumelden. Bezahlen könnt ihr bar wie auch EC bei den netten Mädels oder dem Hafenmeister, die entweder im Hafenmeisterbüro sitzen oder an der Rezeption vom Clubhaus oder Gastro. Clubklaustro, wie man es nennt. Der Wohnmobilstellplatz ist ganzjährig geöffnet, von 9 bis 21 Uhr befahrbar. Es gilt Nachtruhe von 22 bis 7 Uhr und der Preis beträgt 17,50 Euro inklusive allem. Duschen kostet, wie gesagt, ja auch, bevor ich es vergesse, 50 Cent. Da sind die Kinder und die Mitreisenden mit drin. Das ist jetzt nicht auf zwei Personen begrenzt. Ja, und was habe ich vergessen? Anreise ab 11 Uhr und Abreise ab 12 Uhr. So, dann wollen wir uns mal anmelden gehen. Kommt mit. Direkt neben der Einfahrschranke gegenüber von der Entsorgung haben wir eine Tischtennisplatte und einen Kinderspielplatz mit einem schönen weichen Untergrund mit einem gepolsterten, wie heißt das nochmal? Kunstrasen, in dem aber schon natürliches Moos wächst. Das polstert auch nochmal gut. Ne, also können die Kiddies sich hier auch noch schön eintoben, austoben, und damit sie nicht wegkommen, kann man nämlich das Türchen zumachen, damit sie nicht aus Versehen ins Wasser fallen. Glück, dass du auf der Seite jetzt stehst. Genau. Nachdem ihr euer Wohnmobil vorne geparkt habt, natürlich nicht vor der Schranke, weil hier ja andere Fahrzeuge rein und raus möchten, geht ihr rüber zur Rezeption, die sich hier im Gebäude des Hafenmeisters und dem kleinen Lokal befindet. Da geht ihr einfach zu den Mädels an die Theke und die nehmen euch dann auf. Guck mal, im Sommer gibt es sogar eine kleine Außenbar mit Grill. Das sieht ja schön aus. Ocean Lounge. Da. Das ist ja toll. Das gefällt mir ja schon. Das ist ja schön. Nett. Wenn du heute Abend Glühwein gäbe und eine Bratwurst, wäre ich schon zufrieden. Ja, Wurst habe ich nicht kriegen. Da habe ich wieder Pech. Da liegt aber ein schönes Boot. Guck. Auf dem Gelände sind Hunde erlaubt. Aber nur an der Leine, bitte. Hundekotbeutel habe ich keine gesehen, für die es interessiert. Vielleicht sind hinten an der Entsorgungsstation noch welche. Da müssen wir gleich mal gucken. Hier ist auch schon die Rezeption mit entsprechenden Öffnungszeiten des Lokals. Ich
Und dann geht ihr einfach rein. Hier befinden sich dann auch die Duschen und die Toiletten. Abends ist das Gebäude verschlossen, aber für die, die trotzdem dann die Toilette oder die Dusche nutzen möchten, gibt es auf der Anmeldung einen Nachtcode, mit dem ihr dann hier ping, ping, ping mit dem PIN die Türen öffnen könnt. Des Weiteren habt ihr hier vorne eine Büchertauschbörse und Informationsbroschüren, wenn ihr euch für die Seefahrt interessiert. Ich stehe jetzt hier an der Rezeption, wo ich uns eben angemeldet habe, und hier findet ihr auch nochmal entsprechend, dass ihr bis 12 Uhr vom Platz runterfahren müsst am Abreisetag und vor 11 nicht am Einreisetag auf den Platz könnt. Sieht gemütlich aus, oder? Also von daher, wenn ihr hier auch euch mit mehreren Campern vielleicht mal treffen wollt, könnt ihr hier lecker speisen und was trinken. Es ist urgemütlich, es gibt noch einen tollen Wintergarten dazu. Ja, und was will man mehr mit dem Blick auf dem Wasser und der tollen Altstadt von Gornichem im Hintergrund? Perfekt. Jetzt schauen wir uns noch das Sanitärbereich an. So, dann gehen wir mal... Oh, ist das groß. Wir haben hier Waschmaschine und Trockner gegen die Gebühr 7,50 Euro für die Waschmaschine und 2,50 Euro für den Trockner. Dann haben wir hier, Sesam, öffne dich, super saubere Toiletten, 3 Stück an der Zahl, 2 schöne moderne Handwaschbecken. Mit einer Dame im Spiegel, Steckdosen für euren Föhn, falls ihr den braucht. Und 2 Duschen mit dem natürlichen Abzieher, wer Hilfe braucht zum Sitzen, auch mit einem Duschhocker. Duschen kostet 4 Minuten 50 Cent und da habt ihr das Duschvergnügen. Schöner, großer, abnehmbarer Duschkopf, da ist auch nochmal ein Abzieher für euch in der Dusche, geräumig und entsprechend Ablagefläche. Und Haken haben wir da drinnen, wie auch hier draußen. So, das kommen noch die andere an. So, dass alles da ist. Okay, super. Ja, mehr gibt es hier nicht zu zeigen. Dann kommt jetzt noch die Entsorgung. Hier haben wir dann noch die Müllentsorgung, Glas, Abfallcontainer und eine blaue Tonne fürs Papier. Also alles klassisch. Die Dinger werden von hier hinten aufgemacht. Wenn ich nicht so schwach wäre. So, plumpst von hier in den Container. Das liegt nicht daran. Das liegt an der Nuss, die ich eben gegessen habe. Zwischen der Rezeption und dem Stellplatz liegt die Entsorgung. Ihr habt einmal hier einen Gulli, in dem ihr das Wasser ablassen könnt, indem ihr einfach nah genug heranfahrt. Dann haben wir hier die Trinkwasserversorgung, die auch im Stellplatzpreis wie die komplette Entsorgung beinhaltet ist. Und hier haben wir noch inklusive dem Spülschlauch die Entleerungsstation für eure Chemietoilette. Also alles da, was wir brauchen. Und wie gesagt, in den 17,50 enthalten. Okay, schauen wir mal weiter. Wenn ihr von der Entsorgung von hier zwischen dem Hafenbecken und den Booten entlang gefahren seid, kommt ihr hier auf den Stellplatzbereich, der hinter den Steingalonen, keine Ahnung, weiß ich nicht. Steinabgrenzung. Sich befindet. Der Platz ist komplett gekiest oder geschottert, wie man es nennen möchte. Vorne die Plätze sind sogar asphaltiert. Ihr findet hier Platz für 24 Wohnmobile. Und euer Areal ist auch hinter den Galonen immer mit diesen Steinbuchten markiert. Ich zeige euch das mal, wie es bei uns aussieht. Also wir stehen hier einen guten halben Meter von weg, ein bisschen schief. Die Fläche ist eigentlich. Ist, man könnte ein Keilchen benutzen, man muss es nicht. Wir waren noch so am Rande der Waage, dass wir im Lot waren.
Also von daher, wenn ihr länger steht, ich glaube, wir bleiben nur eine Nacht, tun's die Keile nicht unbedingt vonnöten. Na, bis hier geht es, hier habt ihr eure Steckdose. Die Strom ist im Stellplatzpreis von 17,50 Euro inklusive. Mit einer kleinen Beleuchtung, die wir heute Abend mal testen, ob sie funktioniert. Ja, ansonsten, was ist sonst zu sagen? Vorne in dem asphaltierten Bereich haben wir die Galonen nicht. Das sind normale Straßenmarkierungen. Aber im Sommer kannst du dich hier auf jeden Fall auch mit ausgefahrener Markise gut hinsetzen. Bei Schmuddelwetter habt ihr hier die Möglichkeit, die Altstadt ist einmal fußläufig zu erreichen. Und auf der anderen Seite könnt ihr von hier wunderbar Schiffchen gucken. A, fahren auch Schiffe und Boote immer wieder hier in das Hafenbecken, zumal vorne noch ein Kanal geht oder die Einfahrt in einen Kanalbereich ist. Und hier habt ihr auch den offenen Fluss, wo ihr dann ein paar größere Schiffe sehen könnt. Na, da kommt gerade einer, der steuert hier rein, und hinten fahren die großen Binnenschiffe. Wenn euch wieder unsere Stellplatzbeschreibung gefallen hat oder noch weiter gefällt, dann lasst uns doch einen Like da, was uns motiviert, weiterzumachen für euch auch bei so einem Wetter Stellplätze zu erkunden. Und wenn ihr immer auf dem Laufenden bleiben möchtet, folgt uns auf Instagram, klickt in YouTube auf die Glocke, dann werdet ihr informiert, wenn es bei uns wieder was Neues gibt. Und lasst uns am besten ein Abo da, weil das motiviert uns richtig gut. Unsere Videos werden so viel gesehen, aber nur ungefähr 1% lässt uns ein Abo da. Und es sind immer wiederkehrende Betrachter, nenne ich es mal, die sich unsere Videos angucken. Abonniert uns einfach, bringt uns ein Stück weiter nach vorne und treibt uns an. Bei Wind, Wetter, Schnee und Eis für euch an der Front auf neuen Stellplätzen zu sein.